Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie unsere Geschwister in Cabo Delgado Weihnachten verbringen werden? Cabo Delgado, die nördlichste Provinz Mosambiks, könnte ein Paradies sein. Doch die Bevölkerung erlebt seit 4 Jahren die Hölle. Bei fast 1000 grausamen Angriffen islamistischer Aufständischer auf Ortschaften und bei den Gegenangriffen mosambikanischer und verbündeter Truppen sind bereits mehr als 3000 Menschen gestorben. Und mehr als 8000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Viele versuchen zu helfen, wo sie können. Aber das größte Leid, die Traumatisierung, lässt sich nicht mit Zelten und Lebensmitteln aus der Welt schaffen. Deshalb zählen die Diözese Pemba und ihre Nachbarn auf unsere Hilfe, um den traumatisierten, vertriebenen Familien psychosoziale Unterstützung zukommen zu lassen. Bitte helfen Sie durch Ihr Gebet und durch Ihre großzügige Spende mit, damit das himmlische Licht von Bethlehem auch für die Menschen in der Diözese Pemba die Nacht erhält und sie erfahren dürfen, dass auch ihnen der Retter geboren ist. Frohe Weihnachten!